Wird nicht mehr viele. Fährtenleser, hier sind nur Sklavenbaracken. Da oben drin dürften nur Orks sein. Wir haben es hier noch nie irgendwo drin umgesehen. Ich verkaufe nichts an Morras. Ich arbeite für den Anführer der Söldner, Marek. Wenn's nach mir ginge, würde man euch dreckiges Söldnerpack in die Minen von Gotha schicken. Sag, was du willst. Meine Zeit ist kostbar. Schönes Waffenlager hast du hier. Mein Bestand hier ist ausgewählte Ware, Morra. Bring mir hier nichts durcheinander, sonst hack ich dir die Finger ab. Verstanden? Versuch's doch. Brauchst du noch was? Besorg mir alte Waffen. Ich werde sie dann in die Schmiede geben und sie wieder aufmöbeln lassen. Ich denke, 20 Waffenbündel dürften für den Anfang reichen. Wo bekomme ich Waffenbündel her? Die Rebellen kämpfen doch mit so einem alten Ramsch. Dort, wo Rebellen sind, wirst du auch alte Waffen finden. Wie viel haben wir denn? Oh, altes Wissen. Waffenbündel. Wo sind denn die? 28, okay, können wir machen. Ich habe hier alte Waffen für dich. Das sollte reichen. Plus 3. Hier hast du Gold. Uhu. Zeig mir deine Ware. Ich verkaufe nicht an Morras. Toll, wir bräuchten aber ein Ork-Wappen. Jomme, das ist ja so ein bisschen kontraproduktiv. Hier liegt einfach so ein Krusch. Oh, hier würde ich gerne mal einbrechen. Ein Kruschwarf, was nicht abgenutzt ist, das ist doch richtig gut. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Noch ein anderes Problem. Hier gibt es noch ein paar Truhen, aber wir müssen aufpassen, da wir unfreiwillig auf uns aufmerksam gemacht haben. Wow, da geht's ja runter. Oh, das hat sogar viel Schaden gemacht. Mehr als dieser andere Kerl, Basi, uns an Schaden gemacht hat. Okay, da hoch ging es. Ne, da oben ging es hoch zu Fallek. Und hier? Ist es leer? Ja. Hier ist. Gar nichts. Das ist super, es ist richtig toll. Aber hey, hier kann man sich sehr gut verschanzen. Finde ich zumindest, falls wir irgendwann mal die Stadt ausräuchern. Okay. Hier scheint auch nichts zu sein. Nö. Yay, keine Ausdauer mehr. Zack. So, dann haben wir hier nur noch den üblichen Kram. Ich muss denken, Morra. Schöne Ausrede. Okay, also gut. Hier oben ist auf jeden Fall kein Ork-Söldner mehr. Dann können wir uns hier unten weiter umsehen. Hier hinten vielleicht. Orkies oder Ork-Söldner. Hugo. Okay, du hast nichts. Ausgebildete Söldner. Aufstrebende Söldner. Mutige Söldnerin. Unerfahrener Söldner. Wir sehen uns. Ashton. Pass gut auf dich auf. Damn. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir sehen uns. Sieh zu. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir sehen uns. Okay, das war's. Hier ist auch sonst niemand. Da oben ist niemand. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hier geht noch eine Treppe hoch. Hey, und was finden wir hier? Nichts. Es muss irgendwo noch ein Ork sein, den wir vergessen haben, den wir irgendwie noch nicht angesprochen haben. Hier ist ein Waffenbündel.
Lalalala. Ausgebildeter Söldner. Hier liegt irgendein Kleinkram rum. Irgendwo hier ein Söldner vergessen. Das wundert mich persönlich. Torex-Sklave, die uns nicht. Lass mich in Ruhe. Sobota. Ich kann nicht mehr. Du solltest jetzt gehen. Ja, ist ja schon gut. Da hinten waren wir. Hier können wir zum einen runtergehen. Ich will keinen Ärger Mach haben. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Aber das bedeutet, wir haben da unten irgendwo einen Söldner vergessen. Womit kann ich dir helfen? Ah! Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln. Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Der Einzige, den wir nicht angesprochen haben, oder? Aber nicht? Klar doch. Sag mir, was du brauchst. Zeig. Sag jetzt nicht, du warst der Einzige, den wir jetzt noch gebraucht haben, aber anscheinend kann ich dich nicht nach Marek fragen. Okay, hier ist auch nichts und niemand. Hier befindet sich auch niemand. Also so langsam ist es wirklich zum Verzweifeln. Hey Marek. Wow. Irgendeinen haben wir jetzt vergessen. Wahrscheinlich noch draußen bei den Höfen. Wir haben hier zwei Ausgänge, oder? Genau, einen Westen, einen Südeingang. Ja, Eingang vor allem, Ausgang. Gehen wir erstmal hier und schauen. Wir können später noch. Pass gut auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir reden später. Sieh zu. So. Okay, und da unten gibt's. Ach, hier haben wir auch noch eine Söldnerin. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hier haben wir auch einen Söldner. So, dann haben wir da hinten noch ein paar Söldner. Da war das kaputte Ding. Ich bin wirklich am Überlegen, wo wir denn zum Teufel einen Söldner vergessen haben. Nebenbei nehmen wir auch noch diesen. Ach, das ist ein Felsen, das ist nicht da. Das wäre irgendwie Kronstöckel oder so ein Zeug. Versklavte Arbeiter, versklavte Arbeiter. Ich habe deine Weizensäcke nach Montera gebracht. Wer sagt's denn? Doch noch jemand da, auf den man sich verlassen kann. Danke. Hier. Dein Sold. Zeig. Okay, hier gibt's einen Hopfen und Malz und Rezept für ein Bier. Hör bloß auf mit der Scheiße. Da sind die Söldner, aufstrebende, erfahrener Söldner, beachteter. Wir reden später. Söldner. Es wird schon wieder dunkel. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Ja, und deswegen speichere ich einfach mal. Denn das können wir gerne auch mal machen. Richtig, pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ja, das war's. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara. Und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. In Ordnung. Ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Das hat uns gerade noch gefehlt. Zack. Ja, und das interessiert einfach keinen. Das interessiert einfach keinen. Lass Rufus einfach laufen. So, jetzt kommen wir natürlich nochmal wieder nach Okara. Das ist gar nicht schlecht. Da vorne ist noch eine besondere Pflanze. Entweder eine Felsnessel, ein Kronstück oder sonst irgendwie so ein Zeug.
Felsnessel, natürlich. Gut, nehmen wir auch noch die Feuernessel mit. Davon ist ein Snapper. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Okay. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. So, wir gönnen uns mal ein Fleischchen. So. Komm, lauf den Snapper nicht in die Arme. Nein, das ist gut. Sehr gut. Ich höre da hinten einen Ork. Ja! Ja! Stirb! Hau drauf! Ups. Bleib dran! Wisst ihr was? Jetzt hau ich einfach mal die Leute hier um. Ja! Jetzt stirbst du! Oh. Aufhören! Sofort! Da! Leg dich nie wieder mit mir an. So. Nehmen wir die hier noch mit. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß zwar nicht gerade, was dieses was das Ganze soll. Aber okay. Die da hinten sind auch alle tot. Dann gehen wir auch mal weiter. Wer bist du da? Hast du nichts zu tun? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ha! Achte nicht nur auf ihn, Wolf. Verdammt, ich wusste noch, dass dieser ein Riesenwolfsrudel war. Oh Gott, du musst natürlich auch direkt zwischen denen durchlaufen. Ganz wie du bist. Oh Gott, der geht drauf. Gut gemacht. Ich hasse die Viecher. Ja, ich auch. Ich meine, die geben zwar sehr, sehr viele Sachen. Deswegen habe ich übrigens auch alles an Felle und sowas verkauft. Weil wir davon eh noch genug finden. So, da hauen wir uns auf jeden Fall erstmal einen Heiltrank rein. Puh, das war aber auch knapp. Garstiger Schattenläufer. Es scheint also auch eine Quest zu sein. Müssen wir uns die Stelle hier mal merken? Ach, das ist direkt in der Nähe von Okara. Okay, Rufus. Na gut, dann machen wir jetzt einfach ein paar Okara-Quests. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Boah, so unglaublich viel haben wir gekriegt. So, hier irgendwo in dieser Richtung waren noch die Schattenläufer, oder? Schattenläufer. Ja, es ist toll, Schattenläufer nachts zu suchen. Die auch nicht irgendwie dunkel sind oder sowas. Gefunden! Speichern. Wir müssten uns den auch im Nahkampf stellen können, von daher würde ich mal sagen, auf sie mit Gebrüll.
Verdammt, einen möchte ich aber gerne vorher noch erwischen. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Komm her. Hua. Ha! Oh, da, da. Erwischt! Puh, das war knapp. Wie gut, dass wir uns geheilt haben. Aber ich weiß immer noch nicht, woher wir das Ork-Wappen kriegen. Sonnenkraut, rostiges Schwert. Rostiges Schwert. Eisenhalm. Gold. Rostiges Schwert. Ich weiß gar nicht, warum ich den Scheiß einsammle. Wahrscheinlich, um kleine Werte zu haben, die ich dann verkaufen kann für irgendwelche Pfeile oder so ein Zeug. Schwere Truhe. So. Okay, da ist ja nicht viel drin, abgesehen von einem guten Schädelschild, der eigentlich unseren jetzigen ablösen sollte. Oh ja, 25-20. Und unser jetziger hat... Welcher ist denn das? Das ist der hier, 15-13. So, jetzt haben wir schön Schädelschild. Sonnenkraut. Es ist extrem leichtsinnig, hier so draußen rumzulaufen, während man selbst kaum was sieht. Fast tot ist und so. Aber hey, auf nach Okara. Natürlich dürfen wir das rostige Schwert nicht vergessen. Das sind 3 Goldstücke oder so, die wir dadurch gewinnen machen. Ach, wir zum Teil selbst mit einer Waldbeere mehr gewinnen. Schade ist nur, dass man aus den Schwertern keinen Rohstall gewinnen kann. Dass man sich dadurch dann wieder Schmiederohlinge herstellen kann. Da. So, Kara ist irgendwo hier und irgendwo hier müsste dann auch der Eingang sein. So. Ach ja, die mögen mich ja alle. Ich erinnere mich, dass wir denen mal ungefragt was abgenommen haben. So, springen wir mal ganz schnell in die Kiste. Was natürlich in die Truhe rein, ist doch klar. So. Hätten wir das noch erledigt? Hey du. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. So, muss man nicht ganz nach unten laufen. Ich weiß immer noch nicht, wo der Teleportstein hier ist. Aber das habe ich generell so das Problem bei den Rebellenlagern. So, wir wollen mal speichern und versuchen, den anderen Kerl mit der Mine wiederzufinden. Ihr erinnert euch? Da war ja hier so ein Kerl, den wir erstmal haben links liegen lassen, weil in der Mine Minecrawler und so ein Zeug mit Sicherheit waren. Jetzt sind wir allerdings, glaube ich, kräftig genug, dass wir das ohne Probleme machen können. Und das dürfte auch gleich direkt hier unten gewesen sein. Und einmal runterrutschen. Und noch einmal runterrutschen. Oh ja. Ich erinnere mich, dass wir nämlich genau hier runtergerutscht sind, als wir nach Okara wollten. So. Ja, ist ja schon gut. Ich weiß, dass du die Welt nachladen musst. Boah, das ist aber irgendwie schlimmer geworden. Normalerweise wird das ja besser. Ey, du da. Lass uns die Mine ausheben. Das wollte ich hören. Mach dich bereit und folge mir. Okay, bereit machen. Umdrehen, folgen. Oh. Na, ich gehe natürlich erst in Reihe 2. Wenn der Kerl stirbt, okay, dann hat Okara eben einen Mann weniger. Da macht man das doch ganz einfach. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Überall diese Mistviecher. Eigentlich sollte ich ja in die zweite Reihe. Daneben.
Viel weniger. Yay. Oh, daneben. Da sind noch mehr von den Biestern. Ach, auch daneben. Ja gut, diese räumen wir dann später aus. Jetzt haben wir ihn erstmal nach oben gelockt. Oh Gott, war der schlecht. Friss einfach den. Das Problem ist, ich darf ihn nicht treffen. Daneben. Schön ist aber, ich kann ihm damit ein bisschen helfen. Ich weiß wirklich gerne die Crawler-Plattenrüstung. Du hast es so. Wie, das Ding hat überlebt. So, das wäre erledigt. Nein. Na, habe ich zu viel versprochen? Schau dir bloß mal die dicken Goldbrocken an. Jo. Die Mine ist sauber. Du meinst, es leben keine Viecher mehr, die uns stören könnten? Sehr gut, Junge. Jetzt können wir ungestört die Mine ausnehmen. Genau das machen wir auch, deswegen... Ach hey, genau. Ich hänge mich dann mal eben an die Erzader, wenn du da auf irgendeinem alten Steinklumpen rumklopfst. So, ich hole euch schon mal eine Fackel raus. Fackeli, wo bist du? Ich sehe die Fackeln jetzt gerade nicht. Ach da! Schwefel. Ich randle Schwefel. Schwefelbrocken. Eisenerz. Ist ja ganz nice, was man hier so findet. Gut, jetzt ist es natürlich wieder dunkel. Da kann ich jetzt leider nicht so viel gegen machen, aber gleich wird es hoffentlich wieder hell. Genau. Schaut euch den Minecrawler da im Hintergrund an. Der sieht schon lustig aus. Das ist so eine Sitz, was? So, nochmal. Der protestiert einfach. Boah, naja, wir sind eben nicht so wie die Polizei. Wir kommen da auch nicht mit Wasserwerfern, sondern mit Pfeil und Bogen an. Das ist dann doch so ein bisschen schmerzhafter. So ein bisschen Eisenerz für uns. 10 Eisenerz. Das ist so gut, dass wir so viel schürfen können. Gleichmäßig zuschlagen. Dann gibt es mehr. So, hier haben wir auch alles ausgeräumt. Hälfte unserer Lebenspunkte haben wir ja noch. Eisenerz oder Eisenader. Boah, das kann noch ein bisschen dauern, bis wir hier fertig sind. Schon krass, wie viel hier so drin ist. Ich meine, wir haben ja hier jetzt an jeder Ecke irgendwie einen anderen Rohstoff. Wollen wir uns erstmal in Richtung Ausgang bewegen. So, eigentlich wollte ich gerne die Zauberwurzeln einnehmen oder aufnehmen. Vorne liegt noch ein Brocken. Den werden wir uns erst in Richtung Ausgang bewegen und alles einsammeln. Dann gehen wir da hoch und sammeln alles ein. Ein Eisenerz für uns und noch eine Goldader. Na, Minecrawler, die habe ich auch noch nicht ausgeräumt. Mann, ich hätte jetzt wirklich gerne die Crawler-Plattenrüstung.
weiß gar nicht mehr, wer die verkauft hat. Ich meine, anscheinend hat sich auch irgendwie das Inventar von den Händlern geändert. Leider. Schauen wir uns einfach ihn mal an, weil wir es können. Ja, das zieht sich so ein bisschen hin. So, aber es dürfte alles gewesen sein. Ja. Das war alles. Hey, wir müssen schon einen Ruf in Okara, ohne was dafür getan zu haben. Noch eine Streitaxt für uns. Wofür wir die auch brauchen. Schwefel, Schwefel, Schwefelbrocken. Oh, das Ding haben wir sogar schon ausgeräumt. Noch ein paar Butlerfleisch. Yay, davon haben wir ja nicht nur 160 Stück. Schwefel und Schwefelbrocken, Eisenerzbrocken, Schwefel. Schwefel. Butlerfleisch, Eisenader. So, die Truhe können wir natürlich auch ausräumen. Na, Teleportschein nach Okara? Nein, vier Kopfnüsse natürlich nur. Goldader. Denn wenn wir eine ordentliche Rüstung haben, dann könnten wir uns auch mal ohne Probleme... Oder müssen wir vorher nach Gotha gehen, aber danach können wir uns ohne Probleme auch mal gegen die Ork-Barrikade werfen. Dass wir da nicht immer nur so ein, zwei da rauskloppen müssen, dass es dann 5 Jahre dauert, sondern dass wir uns da wirklich mal... ich weiß nicht, 10, 11 Orks holen, die ihn alle platt machen. So, Butlerfleisch für uns. Noch ein bisschen Schwefel. Eine Münze? Ich habe noch nie jemanden eine Münze schürfen sehen. Noch ein Eisenerzbrocken. Eisenerz, Eisenerz, Eisenader. Was kann man eigentlich mit dem Eisen machen? Schmieden wahrscheinlich. Und irgendwann müssen wir auch wirklich mal in Nähe Nordmars gehen. Allein für diese flauschigen Fälle für Sibur. Boah, der Kerl ist so durch. Und einfach, weil wir da auch ein paar mehr große Waffen finden können. Hier haben wir eher so Schwerter. In der Wüste haben wir ja... Gift, also Assassinenschwerter und so ein Zeug. Und naja, im Nordmar hat man dann eben mal so eine große Streitaxt. Ach, das ist nur so ein normaler Brocken. Okay, dann gehen wir hier mal so rechts entlang, dass wir uns da einmal komplett durchfriemeln und dann... Ja, sind wir irgendwann mal bald durch. Oh, da ist sogar ein Wolfsfell. Ich weiß zwar nicht, von wo die Minecrawler kamen, weil sie ja eigentlich, da es ja eine einfache Mine ist, von draußen reingekommen sein müssen. Naja. Keine Ahnung. Das ist ja eigentlich eine Mine, also von Menschenhand geschaffen. Oder zumindest ein Teil von Menschenhand geschaffen. Und die Minecrawler müssen ja auch von irgendwo gekommen sein. Und eigentlich vermute ich doch eher, dass sie sich aus dem Boden rausgraben. Wenn man einen Kapdun gab, ist doch in der Nähe Drachen, oder nicht? Hatten wir da nicht irgendwann mal was gehört? Da müssen wir auch nochmal hingehen. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Ich hoffe, wir sitzen jetzt hier allein schon 5 Minuten daran, dass wir nur diese ganzen Rohstoffe aus der Mine abgrasen. Abgebrochen. Du bist ein Held. Du bist einfach ein Held. Super, kriegen wir wieder einen Dietrich wieder. Eine rostige Streitaxt für uns. Ein Eisenbrocken natürlich auch. Und sogar ein Schwefelbrocken. Juchai, juchai. Ein bisschen Eisenerz, ein bisschen mehr Eisenerz.